Jawohl, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Rennbericht Highlight Video ORC Sim 2 Saison. Letzte Teil Saison, zweites Rennen in Bahrain zum Ostermontag. Ist ein Nachholtermin, weil ja aufgrund diverser Probleme, die man hatte, so wurde das jetzt halt nachgeholt. Wir könnten uns auf Platz 7 qualifizieren, wie ihr seht, entscheiden uns für die Soft-Medium-Soft-Strategie, weil es einfach die schnellste Option ist. Nehme minus 6,5 Runden Sprit mit. Auch das genau die richtige Menge. Vor ein paar Wochen hier schon ein Rennen gehabt, da hatte ich minus 6 oder minus 5 mit. Das waren deutlich zu viel und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Ja, Start. Wie immer, durchwachsen. Kein guter Start, kein Scheißstart. Positioniere mich hier außen. Lenkt dann ein, dann kommt dann halt noch der Mucker, lässt mir dort jetzt auch wenig Platz, auch weil wahrscheinlich weil er keinen hat. Ja, da geht noch James Woods vorbei, am Ende von 7 gestartet, 7. geworden, geblieben. Ja, und das passt dann einfach. Wenn es jetzt hier auch früh, ja, die Wiese ganz klar, kein Flügelschaden. Schadfrei durchkommen, einfach mein Rennen fahren, wie es halt kann, wie es, ja, mein Bestes geben. Wenn jetzt hier ein Mucker davor. Ja, und das ist einfach, ja, kein Flügelschaden, extra vorsichtig fahren. Ich bin Ende von Runde 1, sehen, dass Mucker halt quer steht und wir dadurch jetzt besser beschleunigen. Und kann mich jetzt halt daneben setzen, ohne DRS und ja, Topspeed in etwa gleich. Also es war wirklich nicht schnell auf der Geraden. Verdammt viel Flügel löst das jetzt hier aber ein bisschen, ja, clever. Ich wusste, ich komme einfach ein bisschen früher, weil ich damit gerechnet habe, kann jetzt besser beschleunigen und ja, jetzt kommt's zum Kontakt mit Mucker. Ja, tut mir leid, aber wo soll ich da hin? Weiß ich nicht. Also er hat in seinem Video gesagt, ich soll, hätte Platz lassen können. Ja, wo soll ich da hin? Also von daher abhaken, weitermachen. Ja, springen wir ein bisschen hoch, Runde 7. Zwischenzeitlich waren wir die Jungs so 2,5 bis 3 Sekunden davon gefahren, aber Runde 7, Runde 8 war ich dann wieder dran. Wobei die sich davon einfach nicht einig geworden sind. Und ja, das hat mich irgendwie positiv gestimmt, dass die Pace stimmt und besonders die Performance hier in dem Teil der Strecke. Die fand ich hier wirklich super und habe dann jetzt halt Frohwien vor mir. Zeigen uns ein bisschen ein paar Spielchen mit Bremsen früh. Rubin geht weit und jetzt wollen wir halt hier innen reinstechen, aber das gelingt uns halt nie, weil der Dickkopf danach dagegen hält. Das ist ein Zweikampf, der sehr viel Spaß macht, gemacht hat. Ja, von der Pace her, wir waren identisch, würde ich sagen. Vielleicht hatte ich zu dem Zeitpunkt die Nase vorn, was die Pace anging, aber im Prinzip sind wir dieselbe Pace gefahren. Rubin wird am Ende Vierter und dort sehe ich mich normalerweise auch. Wenn halt nicht das passiert, was passiert. Entschuldigung. So, jetzt Runde 9. Kleiner Schreckmoment. Rutscht da weg, aber hat. Safety Car. Ja, tatsächlich ist das der ideale Zeitpunkt für jeden Softfahrer gewesen. Vielleicht 20 Sekunden eher, dann kann ich eher in die Box fahren. Aber im Endeffekt, ja, fahre hier verhalten in die Box. Keine Zeitstrafe holen. Alles läuft optimal, Reifenverschleiß, ich hätte gut noch 3, 4, 5 Runden fahren können. Aber muss halt mitnehmen. Ne? Und ja, werde jetzt hier losgelassen und freue mich schon, dass der Frohwien da noch steht. Und ich dann, yo, yo, und ich hasse dieses Spiel. Abartig. Da freust du dich und dann kriegst du so einen Stuhltritt. Also okay, so einen Stuhlschlag gegen den Kopf. Absoluter Bullshit. Ja, aber ja, ist halt so. Nur ja, Safety Car Phase, sehr viel Sprit Benzin gespart. Seht das jetzt bloß noch knapp minus 4 Runden, also lief alles optimal zu dem Zeitpunkt. Restart, ganz okay. Konnte von vorne nie angreifen, konnte hinten nie angreifen. War mir jetzt allerdings neuer Reifen und ich bin jetzt jemand, der eine sehr, sehr schmale Lernkurve hat. Bremst hier deutlich zu früh und gerade hier noch dann unter Druck von Goldnobi und so. Und ja, aber wir sind Erfahrungswerte. Jo, springen wir jetzt Runde 13. Anfangen. Ja, Zweikampf mit Frohwien geht weiter. Endlich wieder Racing. Und es ist jetzt halt wieder dieser Punkt, ach, dieser, an diesem, ich,
so viel besser. Mit DRS, vielleicht krieg ich mit DRS hier, weil das ist so dieser erste Sektor, der liegt mir so unglaublich gut. Robin geht hier wieder weit, will dann zu viel, kriegt den Quersteher, kann hier optimal beschleunigen und muss halt wieder zurückziehen. Das war dann langsam der Zeitpunkt, wo es angefangen hat, mich zu nerven, bin ich ganz ehrlich, weil ich hätte wirklich deutlich schneller gekonnt. Ich wollte dann hier den Anschluss an den Eltern verlieren, weil ich wusste, da geht was, aber ja, ranfahren, hinterherfahren ist das eine, überholen das andere. Hier gibt es noch einen kleinen Stoß, kann froh sein, dass hier nichts kaputt geht. Das sollte anderthalb Runden später dann anders sein. Mittlerweile war der Ross vor uns auf seinen kackharten Reifen. Ja, Robin muss hier eine Notbremsung machen, damit der Ross nicht reinknallt. Ich kann nicht mehr reagieren, Flügel kaputt. Und das alles im Arsch. Und tut mir leid, wenn ich das sagen muss, der Ross eine super Leistung gefahren, aber keine Ahnung, was da mit dem Reifen hier, das ist ein absolutes Sicherheitsrisiko. Am Ende wird er Fünfter oder Sechster. Ja, Junge, wenn du hier Soft, Medium, Soft fährst, dann ist es deutlich besser. Jetzt werde ich gedreht, was ich im Nachhinein erfahren habe, weil ich auch dachte, das wäre ein Fahrfehler gewesen. Ja, und jetzt war ich halt wieder bei dem Punkt. Ich glaube, vor 2 Jahren hätte ich mich richtig, richtig aufgeregt. Vor in die Box, hol mir nochmal den Medium, weil der hatte, wie gesagt, keine Option ist. Vor 2 Jahren hätte ich mich tierisch aufgeregt. Weil da habe ich aber auch mehr, wesentlich mehr Zeit in die Trainings investiert. Und das mache ich ja jetzt gar nicht mehr. Also, ich trainiere viel, wenn ich hier im Vorfeld des Rennens 30, 40 Runden fahre. Im Online-Modus. Das ist viel. Also, ich mache wirklich nichts mehr und das ist einer der Gründe, warum ich nichts mehr mache, weil deine Pace kann noch so gut sein. Du leidest immer irgendwie mit drunter von dem Blödsinn den anderen verzapfen. Ja, Runde 40. Der letzte Stop. Im Nachhinein hätte ich den 2 Runden eher machen können. Und komme jetzt hier wieder auf P13 raus und ja, ich kannte den Abstand zum Exter. Und Exter war da hier P12, P11 und dann wusste ich, ein Punkt ist drinne und Benzin hatte ich wieder eingespart, das heißt, ich konnte jetzt ein bisschen mehr Benzin ausgeben und sehen jetzt hier Überholmanöver, typisches Formel 1 Überholmanöver, einfach DRS-Flüge auf und vorbeifahren. Ja, dann war schon mal 11. und vor mir jetzt mein Teamkollege. Bin ganz ehrlich, hätte mir vielleicht gewünscht, dass er mich vorbeilässt, aber hat er nicht. Also, hat er wirklich dagegen gehalten und das ist super. Wir sind zwar Teamkollegen, aber im Endeffekt wollen wir beide Rennen fahren. Ich will fighten. Und mit Tristan kann man Rennen fahren. Mit Tristan lässt hier wirklich viel Platz. Ich versuche ihm Platz zu lassen. Er lässt mir Platz. Hat jetzt hier halt den schlechteren Exit, dadurch, dass er auf der Außenlinie ist und ich halt besser beschleunigen kann. Bin jetzt hier außen und ja, Tristan, ja, zieht dann auch zurück, weil er weiß, das hat keinen Sinn und lässt mich halt ziehen und ja, jetzt hatte ich den Sascha vorne. Und der Sascha hatte mich ja in der Woche zuvor ganz schön provoziert. Ne? Also der stand auf meiner Abschussliste, aber in dem Moment habe ich tatsächlich nicht daran gedacht, Sascha abzuschießen, weil ich wollte da vorbei. Also jetzt wusste ich, ich kann noch kriegen. Ihr seht, wir sind jetzt Anfang Runde 55, also es sind noch 3 Runden und vor uns sind 3 Autos. Ja, für jedes Auto eine Runde. Kann man machen. Wir versuchen es jetzt hier bei Sascha. Auch hier ist der Respekt da. Sascha und ich fahren schon lange miteinander. Ich behaupte das jetzt einfach mal, dass Sascha und ich gute Freunde sind und deswegen macht Spaß gegen Sascha zu fahren, mit Sascha zu fahren, in Sascha reinzufahren. Macht alles Spaß und deswegen. Ja, hier ein schöner Zweikampf. Ja, macht es mir halt auch. Er signalisiert mir auch deutlich, dass er mich einfach nicht vorbeilassen möchte, in Wirklichkeit. Weil er fährt halt direkt immer Kampflinie. Warum weiß ich jetzt nie, aber okay. So und jetzt hieß es halt, ja, geduldig sein. Was heißt geduldig sein? Wir haben hier bloß noch jetzt etwas mehr als 2,5 Runden und vor uns sind immer halt 3 Autos und die will ich dann haben, ne? Das ist halt eine schlechte Angewohnheit aus Kindstagen von mir, will denn dann haben. Und ja, Sascha fährt auf alten Mediums, ich fahre auf alten Soft.
Keine Ahnung, aber das dürfte man deutlich da besser erhalten. So, und bin jetzt hier eigentlich relativ weit weg. Glück ist, Sascha hat kein DRS. Sascha kann den Flügel in die Flachstellen. Sascha hat auch kein ERS mehr. Und da hier war ich mir sicher, dass ich muss mich jetzt hier vorbei bremsen. Sascha spielt aber auch mit, zieht da. Ja, hat halt Verstand, der Junge. Obwohl da ein bisschen crazy in der Birne ist, aber. Sind wir dann jetzt hier vorbei an Sascha und jetzt haben wir halt noch knapp anderthalb Runden. Ja, Zeit wird eng. Vor uns sind zwei Leute. Wir haben da jetzt den Gold Nobi und den NWA Skills, der, und das habe ich erst wirklich nach dem Rennen erfahren, derjenige ist, der mir hinten reingefahren ist. Aber ich kann den da keinen Vorwurf machen. Wie gesagt, für mich ist das Schuldige da. Wobei schuldig, also ist halt, wenn der Rost dort nicht ist, passiert das nicht, weil der kam aus seinen Harten in dem zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht klar und ja, passiert drauf geschissen. Wie gesagt, ist, vor zwei Jahren hätte ich mich tierisch darüber aufgeregt, aber ja, bin jetzt in einem Alter, ich habe keine Zeit mehr, mich aufzuregen. So, jetzt sind wir hier, Ende Runde 56. Also wir haben jetzt noch eine Runde Goldnobi hier, bremst früh, kann spät bremsen und bin jetzt richtig dran. Jetzt hat Goldnobi DRS, ich hab DRS, ich dachte, ich habe den Überschuss. Aber ihr seht halt, ich bin kacken langsam auf der Geraden. Ich komme ja immer im Windschatten vorbei. Also muss ich das wieder auf der Bremse regeln. Und ja, mit Verlaub, zu dem Zeitpunkt war ich auf der Bremse und aufgrund der Reifen wirklich einfach absolut viel, viel besser. So, und jetzt haben wir den NWA Skills vor mir. Und den wollte ich jetzt, Runde 57, den wollte ich jetzt unbedingt noch kriegen. Und es blieb nur eine Möglichkeit. Es blieb nur eine Möglichkeit. Deswegen sparen wir jetzt hier nochmal Benzin. Wir sparen jetzt hier nochmal ERS, weil es gibt nur eine Option, wo ich ihn überholen kann und wo ich mich dann verteidigen. Ich muss mich ja dann auf dem Rest noch verteidigen. Und das ist jetzt hier auf der Gegengerade. Ja, Kurve 8 durch. Jetzt geht es in Kurve 9 zu Ihnen, in die sogenannte Mausefalle. Positionier bremsfrüh, damit ich hier ja den richtigen Punkt treffe und ich komme optimal raus, keine durchdrehenden Räder und hau jetzt alles rein, was der Renault-Motor nachher gibt. Ja, MWSG signalisiert, dass er mich hier nicht vorbeilassen will, aber jo, mit Gewalt geht alles. Ja, was nicht passt, wird passend gemacht. Es ist ein extrem hartes Manöver. Ich habe kurz danach zwei, drei Nachrichten mit NWA Skills ausgetauscht, wo ich auch kurz sorry gesagt habe, aber der hat es gar nicht so wahrgenommen. Der hat gesagt, das ist geiles Manöver gewesen, du Sau. Und ja, ist es hart, aber ist es halt an der Grenze. Ja, ich würde sagen, wir sind quitt. Ja, beende das Rennen auf P7, aber aufgrund einer blöden Zeitstrafe werde ich halt Achter. Schadensbegrenzung, wie gesagt, P4 wäre drinnen gewesen, aber ja, im Endeffekt bin ich zufrieden. Das ist P8, sind 4 Punkte. Ja, jetzt geht's back to back in China weiter. Das ist dann, die nächsten zwei Strecken sind so zwei Strecken, die ich nicht mag. Werde auch wieder wenig dafür machen, einfach hoffen, dann ankomme. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn es euch nicht gefallen hat, ein Dislike, mir egal. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann verpasst ihr keins meiner Highlights mehr. Und bis Sonntag. Hopp, ciao.